Ja, was soll ich sagen? Herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany, Folge 153. Und wir gehen mal. Rein in die Pimmelberger Folge. Ja? Da gehen wir mal rein hier. Zack. Pfeifen und Vollpfosten. Wir begrüßen Sie herzerreißend zu Twitch Clips Germany. Und jetzt vernünftig ausrasten hier. Hat er gezwinkert, der Johnny? Hat er gezwinkert? Die heutige Folge wird präsentiert von Oprah GX. Oprah GX kann mit der App GX Mobile und der Flow-Funktion mit der Desktop-Version verbunden werden. Sie können Dateien, Videos, Links und Notizen mit einem einzigen Klick zwischen Browsern senden. Es gibt auch GX Corner auf der Startseite von GX Mobile mit einem Spiel für... Wait, was war das denn? Was ist falsch mit Strese und mit Ryder hier? Was ist falsch mit den beiden? Was ist los mit denen? Ryder Orgasmus PNG? Was? Was ist los mit denen? Zwischen Browsern senden. Es gibt auch GX Corner auf der Startseite von GX Mobile mit einem Spielveröffentlichungskalender, Gaming News und kostenlosen Handyspielen. Für die Nutzer eines Toasters gibt es Hot Tubs Killer. Die Funktion ermöglicht es Benutzern, die ressourcenintensivsten Registerkarten zu identifizieren und sie zu schließen, um sicherzustellen, dass der Browser den PC oder Laptop nicht überlastet. Euch brennen zu viele Seiten, die Netzhaut weg, die dunkle Modus-Funktion zwingt helle Seiten dazu, dunkel zu werden, um diesen blendenden Störfaktor zu stoppen. Mit dem praktischen GX-Reiniger entfernen Sie alte Junk-Dateien und steigern Sie die Leistung Ihres Browsers mit nur einem Klick. Mit der sehr bequemen Video-Pop-Out-Funktion trennen Sie Videos aus dem Browser in einen schwebenden, anpassbaren Videorahmen, sehen Sie sich Streams oder Videos an und arbeiten oder lernen Sie gleichzeitig mit dieser Funktion. Ladet euch jetzt Oprah GX für euer Betriebssystem und auf das Smartphone herunter. Link in der Beschreibung. Wir danken Oprah GX für die Kooperation und wünschen nun viel Spaß mit einer neuen Folge Twitch Clips Germany. Und Leute, ich muss euch ehrlich sagen, das ist bis jetzt der beste Browser, den ich hatte. Ich habe alle Browser durch. Von hinten, von vorne, von der Seite. Ich habe sie alle durch. Aber Oprah GX, ich weiß nicht, wie die das machen. Ja, ich könnte gucken, wie die das machen. Verdammte Scheiße, ihr wisst, was ich sagen will. Es ist einfach wirklich ein krasser Browser. Wer spricht den Text eigentlich ein? Das ist der Strese. Das ist der Strese. Was kostet der Spaß? Happy. Der Spaß kostet gar nichts. Der ist kostenfrei. Ja, von oben und von unten und in alle Löcher. Jawohl. Das ist nicht Clippy. Seine Stimme kenne ich und die ist höher. Ja, der Strese ist das. Jawohl. Und wie gesagt, der Browser ist wirklich krass. Der Browser ist wirklich krass. Du kannst einstellen, so und so viele Systemressourcen kannst du dir snacken und dann ist da Schluss. Firefox, Chrome, die stürzten mir alle regelmäßig ab. Ihr seht immer, wie viele Tabs ich offen habe. Ja? Ihr seht das ja und die sind mir regelmäßig abgestürzt, weil der Speicher war irgendwann voll. Ne? Der Speicher war irgendwann voll. Und jetzt, bam. Du kannst fast nahezu alles von Firefox übernehmen, ja. Du installierst den und sagst, hier, mach mich Standardbrowser und importieren von anderen Lesezeichen. Aber speicher die Lesezeichen unter Firefox einfach mal ab, auch die offenen Tabs, und dann lad die halt einfach in Opera rein. Weil die anderen sind ja auch schon rot eingefärbt. Guck mal. Was? Aus nichts. Money in house. Danke für 300 Biddies. Ach, der kriegt so Scheine dann zugeschmissen. Auch nicht schlecht. Axolotl. Ich weiß nicht, ziemlich smarte Move hier. Hansi, mach nicht das Feuer kaputt. You had one job. Das freut mich, weil, ja, ich freue mich halt. Also man freut sich natürlich immer, wenn sich jemand freut, wenn man sich selber freut. Man freut sich natürlich immer, wenn sich jemand freut, wenn man sich selber freut. Brille 591 2022. Sag mal, Brille, hast du dich heute schon gefreut, dass du in den TCGs bist? Ja, er ist einfach weg.
Es gibt Jump. Ja. Ich kann nochmal flashen bei dir. Komm. Roboter hat auf jeden Fall gehittet. Ja, alles gut, alles gut. Ja, so ein Tier, ne? Okay, Dalu, klar. Alter, so ein Tier. Rasiert. Rasiert. Das macht er doch jetzt mit Absicht. Dirk, Alter, bist du eigentlich verrückt? Bist du eigentlich verrückt? Ey, das, was ihr nicht wisst vielleicht, ne? Was ihr nicht wisst, diese, das sind so CO2-Kanonen heißen die. Ja, das ist, ja, wie soll ich sagen? Das ist halt super kaltes CO2. Das ist nicht gesund, Dirk. Ja, das ist ein bisschen gefährlich. Ja. Ja. Das, vor allen Dingen im geschlossenen Raum, ist das nicht wirklich gesund. Ich meine, gut, das CO2, das verflüchtigt sich relativ schnell. Ne? Und wenn du es halt auf den Boden schießt, es bleibt in Bodennähe, ist schwerer als Sauerstoff und also Luft. Aber das ist kein Verdampfer, Jack. Das ist kein Verdampfer. Du kriegst den Dampf innerhalb dieser Zeit, ne? Guck mal, wie das. Ja, Alter. Guck dir das an. Ihr hört es ja auch, was das für ein Luftstrom ist, ne? Ihr hört es ja, was das für ein Luftstrom ist. Der ballert da CO2 rum, ja. Nein, nicht so CO2. Also es ist. Warte. Ein Verdampfer kann halt gar nicht so viel, in so schneller Zeit kann ein Verdampfer nicht so viel, also so viel Dampf, geht gar nicht. Das sind sogenannte CO2-Kanonen. Die hast du meistens dann auch auf der Bühne, hast du die vorne stehen, ne, die knallen dann halt das CO2 da oben raus. Einmal so ein Jet halt, so Jet-CO2. Ja, so sieht's aus, wenn du einen CO2-Löscher benutzt. Genau, Jack. Ja, genau so. Das ist im Prinzip wie ein CO2-Löscher, ja genau. Du hast solche Gerätschaften hast du zum Beispiel auch in Serverräumen. Ja, in großen Serverräumen hast du solche Löschsysteme. Nur dass da nicht CO2 rauskommt, sondern wie heißt das Zeug nochmal? Da kommt dieses Löschgas raus. Da darf keine Katze oder kein Hund rumlaufen, nein. Halon? Nee, ist nicht Halon. Xenodingster. Ach, es ist nur noch CO2 erlaubt? Ja, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Es gibt aber noch, also Halon ist klar, das ist ja noch schlimmer. Ne? Da bist du ruckzuck bewusstlos. Die sind noch nicht verboten für privat, sind doch sicher nicht umweltfreundlich. Tja, happy. Keine Ahnung. Da musst du den Dirk fragen. Aber was ich damit sagen will ist, Dirk, das ist nicht ganz ungefährlich, weil das halt auch sehr kalt ist. Ja, der Hintergrund ist geil, ne? Wo hat er diese Diablo-Figuren her? Wo hat er die her? Krasser Typ, ey. Das ist nicht gesund. Aber wir kennen das, ne? Alles für die Show. Alles für die Show, der zieht durch. Horny von Dungeon Keeper 2. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Jack. Jack, ich habe übrigens auch ein Video über dich. Das gucken wir uns gleich mal an. Nur am sogenannten Trippelpunkt, minus 56 Grad, 5,2 Bar, sind alle drei Aggregatzustände möglich. Ja. Minus 56 Grad, genau. Ja. Das ist heftig, ne? Mhm. Ja. Deshalb, also mal, also wenn du als Sänger jetzt zum Beispiel auf diesem Riser stehst, ne? Also Riser, das sind diese Stufen oder diese das sind diese Gitter,
dieses Gitterblech halt, wo du dich so draufstellst. Und unter dem Riser ist halt so eine CO2-Kanone. Das kannst du noch machen, weil du stehst ja meistens da drauf, du hast dann noch eine Hose an, ne? Du hast keinen direkten Kontakt zur Haut. Aber er hat das richtig ins Gesicht gekriegt und hat ein T-Shirt an. Und das ging jetzt hier 3 Sekunden, 4 Sekunden. Das war das, Dirk, Alter. Dirk, wenn du das hier mal siehst, du tust dir damit keinen Gefallen. Lass es dir gesagt sein. Er ist ein bisschen lebensmüde. Ja, würde ich jetzt so nicht unbedingt ausdrücken. Er will halt auch eine geile Show bringen. Er will halt auch eine geile Show bringen. Kann ich ihm gar nicht verübeln. Aber es ist nicht gesund, was er da tut. Deswegen macht sowas nicht. Es hat noch keinem geschadet? Weiß man nicht, ne? Das kannst du nicht sicher sagen. Kannst du schon wieder der Mörder? Ich bin immer der Mörder, ja. Immer. Ja, bist du auch. Immer. Skurr! Oh, Scheiße! Sie ist Spion, oh nein, sie hätte es tun können. Ich hatte Angst, dass er reportet. Die erfolgreichsten Deutschen. Warte, was? Wer hat denn da jetzt wen gekillt? Also, hey, Stan ist rot. Und Divi ist Spion. Und hey, Stan sagt, du bist doch der Mörder. Das heißt, hey, Stan weiß es nicht. Hey, Stan ist einfach nur der Imitator. Stan ist der Imitator, weil er weiß es nicht, dass sie rot ist. Das Signal, dass er ihr Partner ist, kam zu spät. Wie meinst du das? Aber guck doch mal, er sagt doch schon. Ich bin immer der Mörder, ja. Immer. Ja, bist du auch. Immer. Skurr! Oh, Scheiße! Die sagen Skurr zueinander. Ach, das ist das war das. Ah, das war das. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist nur so ein dahergesagtes Skurr. Dann ist der andere auf jeden Fall Imitator. Ich hatte Angst, dass er reportet. Die erfolgreichsten deutschen Streamer erreichen ein jähnliches Bruttoeinkommen von fast 1 Million Euro. Gut, vielleicht hätte man auch Verhältnismäßigkeit eindrücken können, dass das vielleicht 5 Leute sind in Deutschland, die so viel erreichen würden und die anderen sind deutlich weniger, weil die werden sich gerade auf den Twitch Leak beziehen. Genau so ist es. Das wurde nach einem Datenleak bei Twitch bekannt. Hey, du hast das Video wieder vorgeschaut! Du Ungerechte! Drakon, Alter. Der Drakon, der merkt sich die Videos alle, die er guckt. Und dann, wo Twitch-Millionen? Die habe ich auf dem Schweizer Bankkonto. Siehst du, du hast mich. Ja, Pandi, das ist das Problem. Jetzt weiß ich wieder, wie sie da vorgesessen hat. Boah! Drakon ist geil, sehen fast jeden Morgen. Was? Comes in waves, I close my eyes. Hold my breath and let it bury me. I'm not okay and it's not alright. Won't you drag me? Hey, Feuerwehr wollte mitmachen. Feuerwehr wollte mitmachen. Boah, war das gemein. Und dann kriege ich überall im Gänsekörper Haut. Fehne, Alter. Gerda. Satan oder was? Satan. Oh, 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 das war ein Schlein! Alter, Schokowaffel! Hart getrollt. I felt it in my throat. Like, ich hab das schon in meinem Darm gespürt. You know what I mean? Was? Like, so wie das da rausgespritzt kam. Eva, hast du wirklich gesagt, du hast es in deinem Darm gespürt? That escalated quickly. Unangenehm. Das sind doch die Boomer, oder nicht? Die Boomer. Ja, das sind die Boomer. Eigentlich ganz nette Mensch. Ich arbeite nebenbei beim Finanzamt, studiere aber Informatik. Scheiße.
Dann muss er dringend los. Wie süß. Was? Was? Was haut die einfach an? Warum haut die das Küken kaputt? Also ich habe mir jetzt an die Haare gefärbt und habe mir dann so schön meine Blondierung angerührt und habe dafür meine Küchenwaage benutzt. Und irgendwie, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr Sachen nicht direkt wieder an Ort und Stelle räumt, sondern irgendwo dann auf dem Weg, während ihr irgendwas wegräumen wollt, so einen Zwischenstopp einlegt? Ja, und jetzt steht meine Küchenwaage am Bett. Findet Zeug, nicht statt. Na, weil die das auch immer umsonst dazustellen. Ja, diesen beschissenen 5-Euro-Uso. Flo, doch, wieder, Flo, die Kamera wieder. Oh, wait. Uso. Flo, doch, wieder, wait. Flo, die Kamera wieder. Ja, Herr Prep and Cook, was sagen Sie denn zur aktuellen Lage? Ja. Nacho, ey. Ja, das kann ich verstehen. Mach doch einfach! Einfach so stören, einfach nur so und dann langsam runter. Der schöne Kuchen! Ach, jetzt! Captain, die Sensoren empfangen etwas. L? Ist das nicht aus... Ikilio? Ikilio. Was? Okay. Ikilio. Oh. Ikilio. Verdeckt die Cam Spielinhalte. Ja. Entschuldigung. So. Besser. Entschuldigung. Mein Fehler. Ich hoffe, jetzt ist alles gut. Klar. Wie Max einfach die Trolle trollt. Sehr schön. Aber jetzt sollte alles sichtbar sein. Das ist natürlich, gucke da. Da drüben. Da. Da oben. Hör dir hier rechts. Okay. Tschüss. Oh, du Fotze, Alter. Oh, du kleiner, dreckiger Hundesohn. Oh, shit. Gut, soweit, so gut. Das schaffen wir jetzt ja. Was ist das hier für ein Item? Oh mein Gott. Nein. Oh. Es ist nicht dein Ernst. Oh nein. Das ist so ein Speicherpunkt, ne? Oh, und dann bei Alt F4, ey. Räudig. Neuer Plan! Ach, nein! Nein! Ich hab das Seil anvisiert. Was ist das denn? Das ist Bugfield 2042. Aber es war mal kein Bug, es war einfach nur unglücklich geschossen, ne? Fuck! Was? Wo ist der denn rausgekommen? Hui. Das Ding war fies! Fuck! Was? Der geht oben rein und kommt unten wieder raus? Oha! Speedrun, Skip. Hui! Okay. Das Ding war fies! Wobei, im Endeffekt, ich hatte auch schon einen Partner, der war nur 4 cm größer als ich. So. Heißt, im Endeffekt, wenn du halt großer Hurensohn bist, bist du halt immer noch ein Hurensohn. Da ändert auch die Körpergröße nichts. Das hat keinen Sinn gemacht. Können wir das rauscutten, bitte? Jasmin! Nee, aber es macht doch Sinn, oder? Wenn du ein Hurensohn bist, dann bist du ein Hurensohn. Dann ändert das die Größe ja nicht. Also die Größe ändert ja daran nichts, dass du dann einer bist, oder? Warte. Nee, das macht keinen Sinn. Ich habe das gerade nochmal überschlagen im Kopf. Ja! Es läuft! Wortwörtlich! Guck dir die an! Sie ist so klein und so fett! Und sie hat ein goldenes Fell! Psst. Na komm! Nein, nicht auf die Straße! Nein, nicht auf die Straße! Nein, nicht auf die Straße! Nein! Alter, was? Da ist eine neue Katze, Leute! Und ihr geht's gut, sie ist gesund und munter! Nein!
schon wieder auf die Straße! Oh mein Gott! Oh nein! Was? Das, was ist das? Dieses Spiel, das ist einfach... Ich spule das jetzt nicht nochmal zurück. Er sollte es lieber mit Hunden versuchen. Ja, ob die Hunde dann aber genauso... Ich weiß ja nicht. Wartet! Hör auf! Oh, Scheiße. War keine gute Idee. War keine gute Idee, ne? Ja. Komm, ich mach mit. Oh, ja. Das wird richtig böse. Oh, fuck. Warum spuckt die das nicht wieder aus? Das Lied passt, ne? Aber sowas von. Das passt sowas von. Guck mal, da wollte sie hier alles für die Show, ne? Al-Sherry Berlin, ey, was machen die denn da? Was machen die da eigentlich? Die machen ja ständig nur sowas, ne? Ist es eine Frauen-WG oder was ist das? Die saufen und machen irgendwas. Das sieht eher, also für mich sieht das ja aus wie so eine, Daily Soap auf Vox, wenn ich ehrlich bin. Ganz böser Fehler, sich dann ins Gesicht zu fassen. Hat sie sich ins Gesicht gefasst? Wartet! Hör auf! Whoa. Oh, Scheiße. War keine gute Idee. Komm, ich mach mit. Und da stehen ja überall Kameras, ne? Hier haben wir eine Hauptkamera, dann daneben stand eine Kamera, da hinten steht eine Kamera. Was denn? Da ist auch noch eine Kamera. Was ist denn das für ein... Kennt das hier? Was ist das? Was machen die da? Ist es so eine Streamer-WG oder was? Entertainment-Sherry.Berlin. Aha. Okay. Das sind doch nur kleine Piri-Piri, die sind jetzt nicht so schlimm. Weiß ich nicht. Und eine Bildregie gibt's auch, ne? Hm. Hallo Pixel Studios. Berlin Tag und Nacht vielleicht? Ja, so sieht das aus. Genau so sieht das aus. Berlin Tag und Nacht, Ghost Twitch. Würde ich so nicht sagen. Ich vertrage zum Beispiel scharfe Sachen null und für mich ist schon manchmal normale Peperoni. Ja, für mich auch. Ich kann das auch nicht ab. Oh, ja. Ach so, aber sie, fasst sich ja nicht mit der Hand ins Gesicht, mit der sie das Ding angefasst hat. Also es ist ihre andere Hand. Und sie macht's dann auch noch. Was schaue ich denn hier? Also erstmal ist ja sowieso, ob die unter Depression leiden. Machen wir uns nichts vor. Jeder halbwegs vernünftige und normal denkende Mensch nimmt ja ein Gummibärchen beißt erstmal den Kopf ab, schnappt sich ein zweites, beißt den Kopf ab und baut die beiden zusammen. Ich fühle mich gerade so ertappt. Ist so. Oder was auch sehr geil ist, kennt ihr diese Regenwürmchen? Kennt ihr diese Würmchen? Die sind nicht von Haribo, die sind von irgendwem anderen. Das sind so Würmer. Und dann den Wurm in der Hälfte abbeißen, auch anlecken und dann hier so an die Lippen kleben. Kennt ihr das? Und dann so ein Walross machen oder so? Naja, okay, ihr kennt das nicht, ne? Von dem einen auf den anderen Körper kleben. Oh mein Gott. Wer das nicht macht, der ist ein Psychokiller. So. Der ist ein Psychopath, ja, wer das nicht macht. Lieber ehrlich, aber dafür kurz. Deswegen habe ich auch Alex geheiratet. Boah, ich komme so in die Hölle, Mann, noch eine Scheiß. Logisch! Kannst du normal machen, bitte? Das klingt irgendwie lustig bei dir. Ist da nichts drin? Ist da nichts drin? Ja, ich fand das auch sehr anmutig und elegant. Warte, soll ich nochmal die Endpose machen? Die war sehr anmutig und sehr elegant. Oh! So anmutig! Hat das gerade geknackt? Luna, was machst du denn da mit deinem Avatar, ey? Warum hat das gerade geknackt? Au! Die Doni ist so cool und gar nicht eingebildet, ne? Hm. Nein, die Doni ist wirklich cool.
Ich mag die voll. Es hat voll geknackt, ey. Die denken alle, dass ich ein Psycho bin. Ach so. Dabei wissen sie ja gar nicht, was ich mit den Schildkröten angestellt habe. Oh, Franny. Aber, mein, die Hasen, die habe ich ja geköpft, weil ich ja den Loot wollte. Die Schildkröten habe ich einfach nur so getötet, weil ich halt die Köpfe haben wollte. Weil wenn du bei den Schildkröten den Kopf abschlägst, dann lächeln die so süß. Das ist so ein goldiges Lächeln. Und die habe ich dann halt um meine Tür überall ja dran gemacht, weil ich wollte halt mal mit einem Lächeln begrüßt werden, wenn ich nach Hause komme. Oh, Franny, ich glaube, die haben ja zur TwitchCon ein gemeinsames Hotelzimmer. Und ich glaube, Fran wird irgendwann morgens wach und wird irgendwas sehen, was sie nicht sehen möchte. Lilly im Turtle-Anzug oder so, keine Ahnung. Hat er schon zweimal entfolgt? Oha. Oha. Ja, Lilly. Lilly, mit Lilly würde ich mich nicht anlegen, ne? Da sagen die Leute, Carillo ist eine Psychopathin. Ja, die schmeißt sich einfach nur ins Lagerfeuer, ne? Aber Lilly, die holt die Kettensäge. Boah, sieht das geil aus. Das ist echt cool. Das ist echt cool. Aber es geht auch nur mit Shadern. So normal. Ich hasse alles. Oh mein Gott. Und ich grüne, es dauert noch Mittwoch. Oh, nee, nicht mal Mittwoch. Was macht die da? Das wackelt ja alles so. Hä? Was macht denn Jen da? Das wackelt ja alles. Unaniert die? Nein. Nein, nein. Nee, es dauert noch Mittwoch. Nee, nicht mal Mittwoch schaffen wir dann. Das ist natürlich überall den Gaming-Headset. Aber nee, das ist. Mit Headset. Selbst das würde nicht reichen. Ja, Headset-Mikro. Uff, ey. Ich sag, 3000 Follower erreich ich. Ich weiß nicht mal, ob ich Ende des Jahres, ob ich das schaffe. Was? 3000 Follower erreiche ich? Von wann ist das denn? Von 2016. Von 2016, da hatte sie 3000 Follower. Die ist schon so lange auf Twitch, ne? Das sind jetzt 6 Jahre, alter Schwede, ey. Was in 6 Jahren alles passieren kann. Hat sie sich die Nase machen lassen, sieht so anders aus heute. Das liegt im Bereich des Möglichen, ich kann es dir nicht sagen. Diese verwöhnten Streamer, ja. 3000 Follower, jetzt hat er einfach 150.000, holy shit. Ja, Bubs. Ernsthaft, ich fasse alle Brüste an, die mir in den Weg kommen. Aha! Auf Conventions auch. Ich touch. Wie sie wegcringed, alter Schwede. Alter Schwede. Wie sie wegcringed, ey. So viele Brüste an, das ist. Aha. Das ist schon Standard und Ärsche und. Ich weiß nicht, aber Frauen, die dürfen das einfach. Let's test your knowledge and see what you've learned so far. What color are the unicorns? Wie sie wegcringed, ey. Was ist da los? Ach, weil sie den Helm mit der Kamera hat sie auf dem Boden liegen gehabt. Okay. Die Nase war aber auch schief, die hätte ich auch machen lassen, war sicherlich mal gebrochen. Puh, keine Ahnung, Jack. Ich habe keine Ahnung. Ich hab hier aber was anderes und zwar, ich habe mir Tomaten. Es ist rot, es müssen Tomaten sein. Ja, den muss ich jetzt nicht legen. Ich sehe ja gleich noch seinen Bruder. Die Brüder, die man ja nicht am selben Tag. Man soll ja auch nicht dieselben Brüder am selben Tag ficken, habe ich gehört. Ja, ganz wichtig. Also Mädels, ne, wisst ihr Bescheid. Definitiv müsst ihr richtig aufpassen. Ne? Also man fickt die Brüder nicht alle am selben Tag. Ne? Ist ganz wichtig. I call fake. Nee, den wollte ich eigentlich gar nicht. Den wollte ich eigentlich auch nicht. Wo ist denn der andere? Der ist auch falsch. Wo ist denn der andere?
ist der hier? Ach, die gehen ja gar nicht. Die gehen hier ja gar nicht. Ach Mensch, so ein Pech. Hybrid HD-Modus? Nein! Tschüss, wir sehen uns gleich wieder! Fuck! Was hat er jetzt den Rechner runtergefahren? Der PC wird neu gestartet! Nein! Der PC neu gestartet! Oh, fuck. Oh, fuck. Er hat einen Streamer und einen Gaming-PC wahrscheinlich, ne? Ja. Ich sag nicht Sonne, ich sag Milchbaum, Alter, gar keinen Bock auf Milchbaum. Ich hab erst heute mit Dizzy drüber geredet, wie sehr uns Sonjas Streaming-Rolle abfuckt. Dizzy meinte, Sonjas Streaming-Rolle ist so ein Miststück. Das ist jetzt Real Talk, ne? Das meint die ernst. Eieieiei. Man muss aber unterscheiden zwischen Milchbaum und Sonja. Ich glaube, das versucht sie gerade zu erklären. Ja, klar hat sie damit recht, Jack. Und ich so, ja! Alter, das ist ja so anstrengend. Ich so, ja, ich liebe Sonja über alles, aber ihre Streamrolle geht mir so auf den Piss. Und die sie so, Alter, ja! Es ist so anstrengend. Wenn Milchbaum streamt und ich sehe diesen Milchbaum-Anruf, denke ich so, Alter, hab gar keinen Bock auf dich, lass mich einfach nur. Ruf mich einfach nach dem Stream an, das ist fein. Aber nicht, wenn du streamst, Alter. Maschallah, das ist super anstrengend. Ich bin französisch. Das ist jetzt natürlich für sie, das ist jetzt natürlich für Milchbaum echt hart. Aber die nicken sich gerne, ja, ist ja klar. Aber ich glaube, das unterschreiben ganz viele. Das unterschreiben ganz viele, die sie auch näher kennen. Es ist nicht alles PR. Noflox, das ist nicht alles PR. So ein kleines bisschen Wahrheit ist da bestimmt auch drin. Was? Kein falsches Urteil? Solange war Milchbaum wahrscheinlich nicht still, zumindest im Stream. Arme Milchbaum, aber sorry, der Streaming-Charakter ist wirklich anstrengend. Ich sage ja gerade, es gibt, man muss unterscheiden zwischen Sonja als Mensch, als Person und Milchbaum als Kunstfigur. Und die Kunstfigur, die muss nervig sein. Die Kunstfigur, die muss völlig übertrieben durch die Welt ballern. Ne? Das ist halt ihre Rolle. Aber ja, muss man halt unterscheiden können, ne? Und sie muss aber auch mit der Kritik leben können, so, weil sie weiß ja auch um ihre Rolle und wie sie halt ankommt, ne? Das ist super anstrengend. Das ist auch super anstrengend. Ich bin französisch, Baguette Magique heißt Zauberstab. Ist das wirklich so? Nein. Was heißt denn Zauberstab? Wir schließen jetzt die Bildungslücke, Leute. Ich spreche kein Französisch. Wir finden jetzt raus, was Zauberstab auf Französisch heißt. Es heißt wirklich Baguette Magique, nein. Krass. Scheiße. Naja, Baguette heißt ja auch nur Stab, ne? Also Brotstab. Magischer Stab. Magisches Baguette. Baguette Magique. Auch nicht schlecht. Muss man auch erstmal wissen. Baguette Magique. Muss man auch erstmal wissen. Entschuldigung, ich hab grad genossen. Legit, das passiert mir auch immer, genau so. Oh mein Gott, das Ding war noch an der Maus dran. Ey, schau mal, wie glatt das läuft. Schau mal, oh mein Dein Gott. Dein Ernst? So hab ich Valorant gespielt. Ich hab 50 Euro für eine Maus, 60 Euro für eine Maus ausgegeben und benutze sie nicht richtig, weil ich zu dumm bin. Wow! Wenn er zu viel rammelt oder so, sage ich nicht so, hey, wollen wir vielleicht was ändern an unserer Situation? Für mich macht das jetzt gerade nicht so viel Spaß. Da tue ich einfach so, dann hört er von alleine auf. Ich mache einfach. Sind das jetzt schon die Affenpocken, von denen alle reden? Sandra, was da los? Der Pro-Tipp. Ich wollte Familien-Content machen, okay? Ich wollte Content für Kinder machen. Und nicht zum Kinder machen. Okay. Also der andere Affe ist übrigens hier hinter der Kamera.
Weil du erkennst von hier rein gar nichts. Ach, ein Rehkitz. Ja, da muss man aufpassen. Hä, wie hat er das denn gefunden? Das würde mich jetzt mal interessieren, wie er das gefunden hat. Woher weiß er, dass das da ist und hat da drum rumgemäht? Woher weiß er das? Absolut null. Stimmt, ja, ja, stimmt. Die fliegen mit einer Drohne drüber, ne? Hm, ja, genau. Genau, dann sehen die das Nest und dann können die da drumherum. Ja, 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 macht ja Sinn. Das ist eine blöde Frage. Ich hab's laufen lassen. Zu welchem Harry Potter Haus gehörst du? Die Umfrage läuft. Aktuelle Stimmen 605. Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin. Okay. Um was geht's da jetzt? Ah, ich bin eingepennt. Keine Ahnung, Digga. Ich weiß, Harry hat eine Narbe. Voldemort ist böse. Malfoy weißt du gar ist böse. Nicht, weißt du gar nicht, was passiert? Vater. Oder so. Ja, aber du weißt nicht, was noch passiert mit Snape und mit, ich will jetzt nicht weiteren Namen, weil ich nicht spoilern möchte, aber da passieren noch, da gibt es so Sachen, wo du denkst, nein, das ist jetzt nicht passiert, ich nein. Ich weiß, dass Gandalf stirbt. Und danach findest du, ich weiß, dass Gandalf stirbt. Anni, Alter. Warte, wer? Wer stirbt? Ja, wenn sie das nicht weiß, ne? Es ist super lustig für alle, die es natürlich wissen, aber wenn sie das nicht weiß, no chance. Was willst du da machen? Auch wenn du mit Herr der Ringe nichts zu tun hast, so, ne? Der Imperator ist Lukes Vater. Hm. Stimmt. Nee, ist er nicht, aber. Ist er nicht, aber. Ohne Witz, ne? Ohne Witz. Wenn du damit halt nichts zu tun hast, dann kennst du das halt nicht. Boah. Anni. Ey, wir haben 35 HP, ne? Ich kann eigentlich alles facetanken. Ich kann komplett in die Gegner reinrennen. Ja. Wollt ihr mich verarschen? Hä? Hä? Wo war denn jetzt sein Problem? Er hat doch schon gesagt, dass er nur noch 35 HP hat. Ey, wir haben 35 HP, ne? Ja. Ich kann eigentlich alles facetanken. Ich kann komplett so in die Gegner reinrennen. Ah, so meint er das, alles klar. Aber nicht bei 3, ne? Ja, okay. Wollt ihr mich verarschen? Ich werde nicht für alles missbraucht. Hallo Martin. Boah, wenn ein Spiel schon Dark Occult heißt, ne? Boah, Finger weg, ey. Was? Hat jetzt auch so sehr das Spiel geschlossen. Wo ist ihre Waffe? Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Chinese. Tür. Ja, wir bleiben okay. Hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit. Meine Freunde sind in deinem Haus nördlich. Was? Hat sie denn da eine schwebende Knarre? Eine schwebende Knarre? Ach, Elden Ring. Sehr schön. Das ist... Donny, das ist schon ein bisschen eklig. Ich wünsche mir, dass alle Wilderer so effektiv im Töten von Aussterben bedrohte Arten sind wie Funk. Den Satz versuchen wir nochmal. Ich wünsche mir, dass alle Wilderer so effektiv im vom Aussterben bedrohten Arten. Ich wünsche mir, dass alle Wilderer so ineffektiv. Ich wünsche mir, dass. Dieser passiv-aggressive Unterton schon, weißt du, schon völlig genervt. Dass alle Wilderer so effektiv im Töten von Tieren, die vom Aussterben bedroht sind, sind wie Funk. Geht doch. Ja, der Start war gut, bis der BMW sich dachte, nö, kein Bock mehr. Was ist denn BMW? Was ist denn BMW Silence? Hä? Eine Automarke? Aber solange der Start so gut war,
Erstmal, was ist denn BMW? Hä? Ein Auto. Oh Gott. Niki, was ist los mit dir? Niki, hallo. Oh mein Gott, ich habe doch nicht gerade gefragt, was ernsthaft ein BMW ist, oder? Doch, hast du. Der Trottel. Ah, doch nicht mit den Was? Oh nein, was? Was hat er erwartet? Hä? Was hat er denn erwartet? Was hat er erwartet, was passiert? Oh, die gute Flasche Corona. Das gute Corona! Ist irgendwie im Trend wieder, ne? Ja, ja, das reißt auch nicht ab. Die Flasche ablecken, schlechte Idee. Ich habe 5 Jahre in einem Getränkemarkt gearbeitet und weiß, was mit Flaschen so passiert. Ja, das mit dem Ablecken, das habe ich auch nicht verstanden. Der hat es auch direkt im Darm gespürt. So wie Eva, ne? Ah, jetzt, ich muss das drücken. Lilly. Lilly, bist du schon drin? Ich bin gerade eingedrungen. Oh, ja. Oh, nehmt euch ein Zimmer. Aber womit du mir gar nicht ankommen brauchst an Seife, ist Honigmilch. Das ist die letzte Rotze. Ja, habe ich bei mir auch drin in so einem Seifenspender. Honigmilch. Davon kriegt man total schöne, weiche Haut. Ich glaube, es gibt keine schlecht riechendere Seife als Honigmilch. Bah, da scheiße ich mir lieber in die Hände und wasch mich damit, als Honigmilchseife zu benutzen. Brauchst du nicht. Rilo, Alter. Ich mag Honigmilch. Ich mag auch Honig mit Milch. Also, ne, generell. Ja gut, stimmt. Hinter einem Wasserfall, wie jeder gute Gamer weiß, ist immer ein Schatz versteckt. Ne? Was? Das ist einfach nur aber nicht hinter dem. Scheiße. Und da hast du nie was gefunden. Nee, nicht hinter dem, da kommst du... Da liegt die ja schon. Nicht hin. Katja! Da kommst du nicht hin. Das ist die Stelle unten in dem unterirdischen... Das ist kurz vor dem Fäulnissee. Da kommst du nicht hin. Ja, da musst du in den... Da musst du in diesen Sarkophag rein und dann musst du... Ja, egal. Ich habe gerade was gemerkt. Kitten ist doch Laberin. Also ist sie gut darin, eine Rolle zu spielen? Was ist, wenn sie ihre Lostheld nur roleplayt? Ja, wer weiß. Vielleicht ist das alles nur gespielt. Und eigentlich bin ich eine sehr vernünftige Person. Kannst du das verlassen? Guck mal, was... Wenn der Partner dich einfach trollt. Was mir passiert ist, war nämlich traumatisch damals. Da sind die anderen Jumpscares gar nichts gegen. Je nachdem, wie viele Einträge man gefunden hat. Oh mein Gott. Ich habe einen Penis gesehen. Das ist jetzt... Wie hieß das Spiel? Outlast, ne? Irgendwer sagte mal, es gibt eine Streamer-Version, dann siehst du die Pensies nicht. Game over oder gehört das zur Story? Das ist der einzige Jumpscare, der es rechtfertigt, dass man vor Furcht vom Stuhl hüpft. Alle anderen sind minderwertig. Sich halt zu 100% darauf fokussieren können, okay, heute ist Fototag, heute mache ich Fotos. Morgen muss auf jeden Fall ein Video hochgeladen werden. Übermorgen ist auf jeden Fall fester Stream und die restlichen 5 Tage der Woche ist auch fester Stream. Die restlichen 5 Tage, ach so, Maukis Woche hat, ich verstehe, Maukis Woche hat 8 Tage. Ah.
kommst ah, die Chance. Oh, kannst du hinter mir die cool. wegmeißen, Digga? Ja. Ja. Ich komm nicht um die Kurve. Hat Dizzy leider verfehlt. Aber kann jetzt hier Johnny nicht aufhalten. Scissor auch nicht. Ich den Trick schon richtig nicht verstanden. Oh nein. Ich hab mich auch im ersten Oh nein. Also, okay, ich sterbe. Oh, wie bitter. Und Jen komm, nimmt nicht, das jetzt ja, mit nee, und macht dir noch richtig, ja, richtig Schaden. Du hast selbst schon reagiert. Das war... Ich bin eure Streammutter. Ich bin euer Streamvater. Ja, guten Tag. Ich hab hier ein Kind abzugeben. An Mutter und Vater. Könnt ihr doch bitte abholen kommen? Das geht mir ganz schön auf den Senkel hier, der Kleine. Der hat schon alles vollgeschissen. Danke. Ich bin euer Stream-Onkel. Und ich bin euer Stream-Opa. Nicht funktioniert. Oh Gott, du bist ziemlich im... Oh Gott, heil dich. Heil. Ah, du bist doch... Was machst du? Oh Gott, Baloui! Ah, heil dich! Ich weiß doch gar nicht, wohin ich so hingucken soll. Alter. Alter, der hat jetzt nicht wirklich... Die waren doch beide schon down. Da hätte nur noch ein Schlag gefehlt. Du hast halt 3 HP. 2 Riesentypen stehen ja, vor dir und hauen auf dich ein. Ja, da hast du 2 Optionen. Weg. 2 Optionen. Heilen oder wegrollen. Aber nicht... Nix machen und wird um dich fuchteln. What? Was? Wie? Hä? Spring nicht ins Licht! Wie die Weiber sich mit dem Mann kaputt lachen. Ah. Blötze, warum darf ich mit dir nicht über diese Brücke reiten? Hey there. Okay. Das ist ein Witz, oder? Was? Bin hier. Den kennt ihr. Na? Also nicht vergessen, abonniert Twitch Clips Germany. Der ist gut.